Nun ist es leider soweit. Die letzte Folge von The Last of Us Staffel 1 ist erschienen. Ich habe sie mir angeguckt und heute in diesem Video gibt es das letzte Mal auf einen wunderschönen Mittwoch natürlich meine Meinung zu dieser Folge. Denn diese Folge war nicht nur ein Finale oder ein würdiges Finale für die Serie, weil es schon gut war, sondern auch hatte sehr viel wieder Liebe zum Detail, zum Spiel und vor allem in weiser Voraussicht für die Zukunft. Und damit heiße ich euch erstmal herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Couchtime. So, bevor das Video jetzt wirklich losgeht, möchte ich mich direkt mal entschuldigen, falls ich mich heute ein wenig doof anhören sollte, falls man den Unterschied überhaupt merkt, denn ich bin ein wenig krank. Dementsprechend möchte ich euch auch vielleicht vorwarnen, wenn das mit der Erkältung nicht besser wird, könnte es sein, dass dieses Wochenende das erste Wochenende ist, in dem ein Video oder beide Videos von mir ausfallen könnten. Natürlich nur unter Vorbehalt, wenn es mir soweit gut geht, dass ich weiterhin die Aufnahmen machen kann. Alles klar, kein Ding, aber nur damit ihr Bescheid wisst, eventuell gibt es keins, aber wir wollen mal sehen. Aber jetzt möchte ich auch gar nicht weiter darum rumreden, und zwar gehen wir direkt auf die Folge ein, und zwar die letzte Folge. Ja, was soll ich sagen? Ich war sehr gespannt, ich hatte sehr hohe Erwartungen und ich kann es direkt von Anfang an sagen, diese Erwartungen wurden auch erfüllt. Zum Start der Folge haben wir erstmal wieder mehr oder weniger ein Flashback und zwar sehen wir die Schauspielerin von Ellie aus dem Spiel, die sie gemotion-captured und synchronisiert hat. Ich weiß gerade leider nicht mehr ihren Namen, ich bin mir gerade absolut nicht sicher. Scheiß drauf, ich werde wahrscheinlich eher eingeblendet haben. Auf jeden Fall spielt sie in diesem Fall die Mutter von Ellie. Und abgesehen davon, dass diese Szene unfassbar episch irgendwie aufgebaut wurde und ihre schauspielerische Leistung super genial war, muss ich sagen, ich hätte es irgendwie nicht gebraucht, aber es war irgendwie schon nice to have, beziehungsweise vor allem auch wichtig, um am Ende herauszufinden, deswegen ist Ellie immun. Weil das ist ein sehr großer Knackpunkt gewesen. Und außerdem haben wir in dieser Szene auch nochmal einen Infizierten gesehen. Hurra! Der letzte für diese Folge und für die ganze Staffel. Holy shit, HBO, ihr hättet echt mehr Infizierte reinpacken können. Definitiv, da sind wir uns alle einig. Auf jeden Fall geht es natürlich dann wieder in die Gegenwart. Joel und Ellie befinden sich auf dem Weg zum Krankenhaus, zum potenziellen Versammlungsort der Fireflies. Und auf dem Weg dahin gehen wir auch durch sehr viele schöne Ecken und sehr viele schöne Passagen. Und eine hat mir sehr besonders gefallen, darauf komme ich gleich zu sprechen. Aber vorher möchte ich eine Sache anmerken. Und zwar bin ich mir auch gerade gar nicht mehr sicher in Bezug aufs Spiel. Ich fand es irgendwie komisch. Es kann natürlich sein, dass es spielgetreu ist, weil da bin ich gerade echt nicht mehr auf dem Stand. Ich hatte das Gefühl, Ellie und Joel hätten mehr oder weniger die Charakterplätze getauscht. Weil auf einmal ist Ellie die kalt ist und sich am liebsten gar nicht unterhalten will und gar nichts von sich preisgeben will. Und Joel ist der irgendwie schon mehr zeigen will. Der sagt, hier, ich bring dir das bei. Willst du das wissen? Hin und her. Und das fand ich tatsächlich irgendwie sehr, sehr komisch, muss ich sagen. Aber gut, am Ende des Tages war die Beziehung von den beiden, hat sich trotzdem super gut aufgebaut. Genauso wie ich es mir erwartet habe. Es hätte ein bisschen mehr sein können. Ein paar mehr Szenen, wo man nochmal wirklich sieht, okay, es ist wirklich so eine Tochter-Sohn-Dynamik irgendwie. Aber vielleicht bekommen wir das ja noch in Staffel 2 ein bisschen mehr zu sehen. Auf jeden Fall, sie ziehen durch die Städte und wollen erstmal auf ein Hochhaus, um ein bisschen mehr Übersicht zu bekommen. Und da war auch wieder sehr viel Humor zwischen den beiden. Das fand ich super lustig, wie Joel sie mehr oder weniger, also Ellie, vorwegnimmt, was sie machen. Joel sie dann verarscht und irgendwie eine lustige Szene, muss ich sagen. Und dann kommt es zu einer Sache, die ich krass fand. Und zwar aus dem Spiel bekannt, sie begegnen einer Giraffe. Und Ellie füttert sie, Joel gibt ihr die Blätter, dass sie füttern soll. Und ja, die Giraffe geht dann einfach halt weiter weg. Und jetzt kommen wir zu einem faszinierenden Punkt. Ich habe mir diese Szene angesehen und saß da so und dachte, oh, krass. Also echt schöne Szenerie, wunderschön gemacht. Ja, die Giraffe, vielleicht ein bisschen schlechteres CGI, aber gut, ist verkraftbar, ist ja auch jetzt nicht so schlimm. Ja, Plot-Twist. Ich habe herausgefunden, dass die Giraffe in dieser Szene neben Pedro Pascal und Bella Ramsey das einzige war, was nicht CGI war. Die hatten eine fucking echte Giraffe am Set. Und der Hintergrund, die Blätter, das Zimmer, also dieses Hochhauszimmer und die Hintergrundlandschaft, das war CGI und die Giraffe war echt. Wo ich dann gemerkt habe, okay, das ist gruselig. Wie habe ich jetzt gerade wirklich gedacht, dass das CGI das schönere echte Leben ist, wenn die Giraffe, die echt ist, schlechtes CGI war? Das war krass. Aber da muss man sagen, Respekt, also schon krass gemacht irgendwie. Also es macht das Ganze halt irgendwie nochmal, weiß nicht, heftiger. Die zwei ziehen weiter und es gibt auch noch ein bisschen mehr Deep Talk, wo dann Ellie auch nochmal ein bisschen wieder wärmer wird und die beiden eher wieder so ihre schöne Dynamik bekommen. Und Joel spricht dann sie auch darauf an, dass er Bock auf schlechte Witze hat. Und Ellie ist voll in ihrem Element. Sie holt das Buch raus, fängt an, die Witze vorzulesen und es war halt lustig. Und naja, auf einmal auf dem Hintergrund sieht man auftauchen Leute mit Waffen. Man sieht eine Blendgranate fliegen, die hochgeht und Joel bekommt einen Gewehrkolben in die Fresse rein. Nächster Schnitt, wir befinden uns im Krankenhaus. Joel realisiert, oh, wir sind bei den Fireflies.
Und Marlene steht da und ja, sie reden mehr oder weniger drüber. Ja, Ellie, eine Operation wird vorbereitet und Joel versteht es gar nicht so. Und Marlene erklärt, ja, der Cordyceps, der in ihr gewachsen ist, wächst schon quasi ihr Leben lang oder ist ihr Leben lang schon da. Und deswegen denkt der Pilz, dass sie auch der Cordyceps ist, bedeutet, man bekämpft ihn mehr oder weniger Feuer gegen Feuer. Man braucht den Pilz, um so zu tun, als wäre man der Pilz, damit der Pilz einen in Ruhe lässt. War irgendwie interessant. Und Joel bemerkt natürlich, der Cordyceps wächst auf dem Gehirn und realisiert sehr, sehr schnell, okay, die müssen Ellie töten, damit sie da rankommen. Auf jeden Fall wird Joel von Marlene quasi netterweise gebeten, sich zu verpissen. Zwei Wachen gehen mit und wir bemerken quasi auf dem Weg, der sich sehr, sehr lange gezogen hat, wie die Wachen ihn rausbringen, dass Joel realisiert, okay, ne, er kann das so nicht lassen. Er kann Ellie jetzt nicht zurücklassen, geht nicht. Nicht jetzt auf dem Stand, wo sie zwei jetzt sind. Und ja, es kommt, wie es kommen muss. Joel überwältigt beide Wachen sehr brutal und eiskalt. Und da kommt es auch zu einer Szene, die wieder mal im Spiel ein bisschen brutaler und besser gemacht, sowohl Pedro Pascal diese Szene super gut umgesetzt hat, aber immer noch nicht so 100% perfekt, wie es im Spiel war. Ihr fragt halt diesen einen Wachen, wo es ist und der sagt, ja, fick dich, nee, ich erzähl nichts. Und er so, ja, ich habe hier keine Zeit für, bam, er schießt den. Ist halt schon sehr brutal, aber sehr cool. Und dann kommen wir zum, wie soll ich sagen, Gang der, weiß ich nicht, des Rages, des ragenden Joels. Denn wir haben jetzt ganz wenig Text, wir haben nur Musik im Hintergrund, wir haben nur Schüsse und Joel läuft durch die Gänge. Und einen nach den anderen Fireflies bringt er um, um sich zu Ellie durchzukämpfen. Und was soll ich sagen, ich fand es ein bisschen unrealistisch, dass die komplett ausgestatteten Fireflies wirklich ihm da erlegen waren. Also klar, Überraschungseffekt hin und her, aber es gab so manche Situationen, wo ich dachte, okay, ich stande da jetzt gerade zu dritt. Einer von euch hätte feuern können, aber ne, es sei dem Plot geschuldet. Und ja, kommen wir kurz mal direkt zum Punkt, den ich ja predicted habe und den wir ja mehr oder weniger leider nicht bekommen haben, potenziell aber schon. Und zwar habe ich ja gesagt, wir sollen Abby sehen. Für diejenigen, die Last of Us 2 vielleicht noch nicht gesehen bzw. gespielt haben, nur zur Information, Abby, ohne, ich werde jetzt nicht viel spoilern, Abby ist der Antagonist oder die bzw. die Antagonistin aus Teil 2. Also sie ist mehr oder weniger die Bösewichtin aus Teil 2. Deswegen war ich mir auch ziemlich sicher, dass sie hier vorkommt. Und ja, wir haben sie aber leider nicht wirklich direkt gesehen, aber das Internet ist sich dermaßen sicher, dass wir sie doch gesehen haben. Und zwar an einer Rezeption, wo Joel gerade um die Ecke geht und eine Wache mehr oder weniger abschießen möchte, sehen wir eine Gestalt, sehr dunkel gekleidet, sehr, sehr verschwommen, man sieht nichts Wirkliches, man sieht sie auf jeden Fall wegrennen. Und da kam mir schon direkt der Gedanke, jo, okay, das muss Abby gewesen sein, weil Joel tötet hier alle, fast alle. Und das wäre jetzt die einzige Person, die wirklich geschafft hätte abzuhauen. Macht wahrscheinlich sehr Sinn, dass es Abby ist. Plus der Aspekt, man sieht in einer Stelle wahrscheinlich einen Zopfansatz, der sich durchs Bild bewegt. Und da Abby in Teil 2 in 90% der Fälle einen Zopf hat, ist das schon sehr, sehr wahrscheinlich. Natürlich könnte es auch irgendein Panel von einem Rucksack sein, aber es macht sehr, sehr stark Sinn. Und ich denke mal, das wird auch Abby darstellen sollen, weil das einfach für mich auch erklärt. Man muss sagen, wie gesagt, Abby ist die Antagonistin. Und wie gesagt, ohne viel zu spoilern, aber man kann sagen, durch diese Szene ist verständlicher geworden, warum sie in Teil 2 Joel für den Bösen hält. Weil aus ihrer Sicht kam da einfach irgendein Typ rein, der die Leute umgebracht hat. Mehr wusste sie ja stand zu diesem Zeitpunkt nicht wirklich. Auf jeden Fall, Joel schlägt sich weiter durch in die Kinderchirurgie rein und steht dann da vor dem chirurgischen Saal, wie heißt es eigentlich, vor dem OP, so heißt es. Und da stehen halt die Assistenzärzte und halt auch unser Mr. Hauptchirurgarzt. Und Joel sagt, mehr oder weniger macht sie los, lässt gar nicht mit sich lang rumreden. Der Doc nimmt den Skalpell und sagt, nein, du nimmst sie nicht weg, du machst das nicht, hör auf, das ist die letzte Chance. Und Joel eiskalt, wie er ist, pung, und ja, sagt nochmal ganz deutlich, sie sollen sie doch bitte losmachen. Er nimmt sie sich und marschiert aus dem Krankenhaus raus, beziehungsweise in die Tiefgarage, wo er dann nochmal Marlene begegnet, die ihn nochmal davon überzeugen will, dass Ellie irgendwann sterben wird oder er wird sterben. Er kann sie nicht ewig beschützen. Und warum sollte er sie in einer Welt leben lassen, in der sie quasi nur voller Qualen umgeben ist, anstatt sie jetzt hier in dem Fall zu opfern, um vielleicht eine bessere Welt zu machen? Und wie im Spiel sehen wir dann quasi nur einen Joel, der fragend hin und her guckt und Schnitt auf eine Autoszene, wo wir auch nur Joel sehen. Aber auf einmal hören wir im Hintergrund einen mehr oder weniger Gähnen.
Tränen, Seufzen von Ellie. Ja, Ellie ist tatsächlich doch am Leben und er hat sie mit rausgenommen. In der kleinen Rückblende sehen wir dann, dass Joel Marlene getötet hat und auch gesagt hat, hier, ich werde dich jetzt hier töten müssen, weil du wirst sie niemals in Ruhe lassen, weil sie potenziell der einzige Weg zum Heilmittel ist. Ja, und der Rest, den wir sehen, ist quasi ein Joel, der Ellie dauerhaft anlügt. Er sagt, es gab mehrere Leute, die getestet wurden. Er sagt, die Ärzte haben kein Heilmittel oder keine Möglichkeit gefunden. Sie haben aufgehört, daran zu forschen. Die Fireflies wurden überfallen, nicht von ihm, und es wurden viele getötet und hin und her, und er lügt sie quasi natürlich zu ihrem Schutz irgendwie an. Und dann in der letzten Sequenz sehen wir sie quasi auf dem Berg über Jackson, und Ellie sagt nochmal zu Joel, hier, versprich mir, dass du mir alles über die Fireflies gesagt hast, alles, was du gesagt hast, dass es nicht gelogen war, dass die Wahrheit war. Und Joel lügt halt erneut und sagt, ja, genau so war es. Und ja, es ist zu Ende. Und mit einer Ellie, die angelogen wurde, zu ihrer Sicherheit mehr oder weniger, und einer Abby, die viel verloren hat und quasi Joel als sehr, sehr böse Person sieht, ist der Plot für Staffel 2 ins Rollen gekommen. Und was soll ich sagen? Um die Folge zu bewerten, kurz und knackig, für mich war es eine, ja, solide 8. 8 von 10. Also, ich bin ehrlich, obwohl, ja, sag ich mal 8,5 von 10, keine 9 von 10. Ich sag's, wie es ist, super Folge, sehr schön, wieder sehr, sehr akkurat zum Spiel bezogen. Aber, und jetzt kommt zu dem Punkt, das war, finde ich, die kürzeste Folge. Also, die haben sehr viel in eine ganz, ganz kurze Folge zusammengepackt, was ich irgendwie ein bisschen schade fand. Eine Folge mehr hätte mir auch gefallen. Vielleicht eine Folge wirklich nur Joel und Ellies Beziehung, die aufgebaut wird. Ich fand's ein bisschen kurz. Ich muss sagen, ich fand die letzte Folge echt ein bisschen kurz und alles so ganz, ganz schnell aneinander gepackt. Ich war zwischenzeitlich so, warte mal, das kann doch jetzt nicht das Ende sein, geguckt. Oh, hey, die Folge ist wirklich gleich zu Ende. Fand ich ein bisschen schade. Aber am Ende des Tages war es eine gute Folge, keine Frage. Wie gesagt, ich würde 8,5 von 10 sagen, definitiv. Und ja, vor allem halt bin ich jetzt ein bisschen traurig, dass es zu Ende ist. Aber auch ein bisschen froh, dass wir Staffel 2 Fakt bekommen werden. Darüber auch ein bisschen traurig. Aber am Ende des Tages muss ich einfach nur Revue passieren lassen und sagen, es war eine sehr gute Serie. Aber darauf gehe ich im nächsten Video ein. Denn am Wochenende werde ich ein Video hochladen, wo ich diese ganze Staffel einmal zusammenfasse, beziehungsweise Revue passieren lasse. Das wird auch vielleicht gar kein so langes Video. Einfach, dass ich mal aufzähle, was ich super gut fand. Und es gibt nämlich viele Punkte, wo sich Serienmacher echt was abschneiden können, eine Scheibe von. Weil die Serie ist wirklich sehr, sehr gut. Und vor allem auch in Bezug auf die Zukunft freue ich mich sehr auf Staffel 2. Und ja, das war mein Review, mein letztes Review zu The Last of Us Staffel 1. Wie gesagt, das war dann heißt erstmal das letzte Video, was ich außerhalb des normalen Upload-Plans hochlade. Ja, und am Ende sei jetzt nur noch gesagt, wie fandet ihr die letzte Folge von The Last of Us? Schreibt es mir liebend gerne in die Kommentare. Ich würde mich sehr darüber freuen. Wenn ihr sowieso schon da unten seid und euch vielleicht Videos zu Serien, Filmen, Theorien und interessieren, dann lasst doch liebend gerne auch ein Abo da. Dann jetzt sind wir kurz vor 500 Abonnenten. Und ich muss sagen, ich bin absolut happy. Ich bin unfassbar froh, wie es sich mit diesem Kanal entwickelt, von der Aktivitäten in den Kommentaren. Ihr seid so aktiv und ich bin da super froh drüber. Ich finde es super geil. Und das ist genau das, was ich mit diesem Kanal auch erzielen wollte. Leute, die ähnliche Interessen haben wie ich, quasi zusammenzuführen. Und das hat erfolgreich geklappt. Deswegen, wie gesagt, falls euch sowas interessiert, checkt doch gerne den Kanal aus. Ich würde mich sehr freuen. Und ansonsten würde ich sagen, außer wenn die Erkältung reinkickt, sehen wir uns im nächsten Video dann auf derselben alten Couch wieder. Aber bis dahin bin ich erstmal raus. Ciao.